Der Wind ist unser ständiger Begleiter hier oben im Norden. Das ist ein Geschenk. Energie, die man einfach geschenkt bekommt. Die muss man nutzen. Ich bin Jan-Martin Hansen aus Braderup. Eigentlich bin ich Landwirt, aber in den letzten Jahren ernte ich mehr Strom als Getreide. Als ich seinerzeit angefangen habe, über die Windkraft nachzudenken und den Leuten das erzählt habe, haben viele Leute gedacht, ich wäre tüdelig. Braderup ist ein kleiner Ort, ganz im hohen Norden, zwischen der Nord- und der Ostsee. In unserem Hof leben 4 Generationen unter einem Dach. Mein Sohn kümmert sich um die Landwirtschaft und ich mich um den Wind. Wir sind hier oben wirklich den Elementen ausgesetzt. Ich mag das raue Klima. Wenn mir der Wind um die Nase weht, bin ich glücklich. Aber als Landwirte haben wir es hier oben nicht einfach. In den 90er Jahren wussten wir nicht, wie wir finanziell über die Runden kommen sollten. Wir brauchten unbedingt ein zweites Standbein. Schon damals haben wir in Braderup die ersten Windräder aufgestellt. Aber der Wind ist wechselhaft hier. Oft hat er so stark geweht, dass das Netz überlastet war. Wir konnten den Strom einfach nicht einspeisen. Das hat mich sehr geärgert. Ich hatte eine Vision. Wir Braderupper Bürger bauen einen Windpark mit Stromspeicher. Dann können wir den Strom bei starkem Wind speichern und bei Flaute ins Netz abgeben. Es war nicht leicht, die vielen Bedenkenträger zu überzeugen. Ich habe Jahre dafür gebraucht. Am Ende haben sich 200 Bürger am Windpark beteiligt. Das war wirklich fantastisch. Erst mit dem Einstieg von Bosch war uns klar, wir schaffen es. Hier haben wir einen Stromspeicher gebaut. So ein Hybridspeicher ist schon was Besonderes. Der hat nicht nur eine Batterie, sondern 2 verschiedene. So können wir die Energie sowohl kurz- als auch langfristig speichern. Schwankungen in der Windstärke können wir so optimal ausgleichen. Als der Windpark eröffnet wurde, haben wir in Braderup gefeiert wie noch nie. Für uns alle bedeutet dieses Projekt Zukunft. Wer weiß, vielleicht wird Braderup ja nochmal ein Vorbild für ganz Europa.